Triathleten, euer neues Workout kommt. Das orientiert sich heute an unserem Schlossgartentraining, was ich heute schon zweimal absolviert habe. Und zwar folgendes: Ihr sucht euch eine Runde oder ihr könnt auch eine Strecke euch aussuchen, wenn ihr eine Uhr habt, die vielleicht die Distanz misst. Und zwar soll diese 500 Meter in etwa lang sein. Bedeutet, ihr lauft 500 Meter, da danach ist kurz Pause und ihr macht Planke. Planke kennt ihr schon, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Na, achtet darauf, dass der Hintern nicht hier unten ist und dass ihr hier aber auch nicht so durchhängt, sondern Rücken schön gerade und Rumpf fest. Im Anschluss werden wieder 500 Meter gerannt, da danach Liegestütz unten halten. Leute, ihr geht hier runter in den Liegestütz und haltet das. Immer so lange, wie es euch einfach möglich ist, das heißt bis zum Versagen. Dritte Runde, 500 Meter rennen und Kniebeuge halten, hier bei 90 Grad. Auch wieder bis zum Versagen. 500 Meter rennen und bei der letzten Runde nochmal Planke. Teilt euch diese 500 Meter ungefähr so ein, dass ihr in der ersten Runde ganz locker joggt, in der zweiten Runde schon ein kleines bisschen zügiger und dass ihr euch bis zur letzten Runde steigern könnt. Wer das nicht durchrennen kann, geht zwischendurch. Oder ihr geht einfach schnell, je nach Level. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis bald.